Hier auf dem 6-Leuten-Platz findet Oper für alle statt. Ich bin eingeladen worden, um mal auszuchecken, ob die Oper wirklich auch so für alle ist und ob sie offen ist. Und darum treffe ich jetzt zwei der bekanntesten Opernsänger der Schweiz. Und dann schauen wir mal, was passiert. Welche Freude wird das sein? Welche Freude wird das sein? Oper ist sicher auch ein gutes Bild so für das Klischee vom weit entfernten, alten, verstaubten Musikding. Also das war ein sehr beeindruckender Augenblick, auf die Bühne zu laufen. Gerade für mich, der viel auf die Bühne läuft, aber dann eher so in schummrigen Clubs. Da ist er, der Prunk. Kann ich da bitte mal auftreten? Wenn irgendjemand von euch Connections hat, ich würde gerne mal hier einfach ein Konzert von mir spielen. Und oben sind die Logen, wo ich nie so VIP-Tickets habe. Ja, also da, das nennt man Parkett. Da ist das Fussvolk. Nein, das sind die teuersten Plätze. Ah, das sind die teuersten. Und dann haben wir den ersten Rang und das oberste ist der zweite Rang. Das heisst, ich würde wahrscheinlich dort oben hocken. Das Gäbige beim Oper für alle. Man kann nämlich vorbeilaufen, man sieht es, man kann so viel hören, wie man will. Man kann draußen sein, man kann irgendwie sein Stühle aufstellen und dort schön reinschauen. Und das passt ja. Du liebst die Oper? Wir auch.